in Mönchswalderberg. Mein Name ist Matthias Buchel. Ich bin hier ein Küchenchef und möchte Ihnen ganz kurz mal ein bisschen erläutern, wie und welche Gerichte es in der Oberlausitz typisch gibt. Nicht nur die altbekannte oder weithin bekannte Teitelmarke. Es gibt so viele andere Geschichten, Kartoffelblinse, den strammen Max, Ahornsuppe oder Sauerkrautsuppe mit gebratener Blutwurst und so weiter und so fort.